Hey ho Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Skies of Arcadia Legends. Im letzten Part haben wir uns den Moon Crystal geschnappt. Extrem starke Energiequelle. Und dann sind wir hier links durch den Shortcut wieder rausgekommen. Und werden jetzt diese schöne pyramidenartige Struktur verlassen. Und mal schauen, was wir mit dem Kristall anstellen. Ah, da wartet auch schon die Belena auf uns. Belena, tut uns leid, dass du so lange warten musstest. Hoffentlich hast du dir keine Sorgen gemacht. Ich bin so froh, dass es euch gut geht. Habt ihr den Moon Crystal gefunden? Ha, natürlich haben wir ihn gefunden. Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Darf ich ihn mir mal ansehen? Wow! Das ist also einer der legendären Moon Crystals. Er ist viel schöner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Vielen Dank. Ich bin sicher, Lord Galchen wird sich sehr darüber freuen. Was? Wovon redest du? Hier, ich zeig's euch. Belena, wer bist du? Mach das mal nach. Ich darf mich noch einmal vorstellen. Ich bin Belesa, vierter Admiral in der kaiserlichen Armada. Geheimoperationen sind meine Spezialität. Man braucht sich nicht die Hände blutig zu machen, um Schlachten zu gewinnen. Ein paar Tricks können sehr wirksam sein. Du hast uns betrogen! Belena? Belesa? Dann war alles, was du gesagt hast, über deine Eltern, über den Krieg, über deine Kindheit? War das alles eine Lüge? Hast du uns nur gesagt, damit wir dir vertrauen? Ich habe euch die Wahrheit gesagt. Ich habe nie behauptet, dass mein Vater aus Nasr war. Er war ein Valua-Soldat und er ist im Kampf gestorben. Jahre später wurde auch ich Soldatin. Ich möchte allen Kriegen ein Ende setzen, sodass niemand das durchmachen muss, was ich durchgemacht habe. Länder erklären sich gegenseitig den Krieg wegen Grenzverläufen und Rohstoffen. Wenn die Welt unter einer Herrschaft vereint ist, gibt es keinen Krieg mehr. Deshalb brauchen wir die Macht der Gigas, damit sich uns keiner entgegenstellt. Valua muss die Welt beherrschen. Belesa, nein, nicht! Red Gigas, Rekumen! Als Trägerin des Red Moon Crystal gebiete ich dir aufzuwachen und meinen Befehlen zu folgen. Oh Gott. Fina, was hat sie getan? Das ist doch das allerletzte. Weak Human, nein. Sie wird doch nicht. Wiedersehen, mein Schöner. Weak Human, ich befehle dir, hülle diese drei in Flammen. Ich spreche das jetzt mal so aus, ob's Weak Human oder Rekumen, wie auch immer. Ich denke, Weak Human wäre sogar passend, aber ja, mal schauen. Weiß, Eike, beeilt euch, wir müssen weg. Fina, was ist los? Belesa, sie ruft Rekumen an, den Red Gigas. Sie benutzt die Macht des Red Moon Crystals, um ihn zu erwecken. Okay. Das sieht schon mal geil aus. Was macht sie? Sieht so aus, als müssten wir weg. Eike, Fina, lass uns abhauen.
ist das? Ja, das ist der Red Giga Swichuman. Dann waren das also gar keine Statuen vor dem Tempel. Es waren seine Köpfe. Es schaut zu uns herüber. Rennt! Fina! Fina, alles in Ordnung? Kommt, wir müssen weg. Tut mir leid, ich bin gestolpert. Egal, Fina, geht in Deckung! Hat uns verfehlt. Etwas hat ihn am Kopf getroffen. Euch drei kann man aber auch nicht allein lassen. Steht nicht rum wie die Ölgötzen. Los, an Bord! Ja, da wird sich wieder jemand freuen, dass Drachma hier episch aufgetaucht ist. Abgesehen von unseren drei hier. Captain! Captain, du bist zurückgekehrt, um uns zu holen! Beeilt! Beeilt euch! Vielleicht können wir das Ding ja von der Little Jack aus erledigen. Ja. Epischer Laserstrahl-Gigas, also ihr habt ja gesehen, was das anrichtet. Man braucht keine epische Grafik, um solche Atmosphäre und Szenerien zu erzeugen. So, ja. Admiral Beleza, das Schiff dort rettet sie. Macht die Lynx fertig. Ich möchte sicher gehen, dass sie nicht entkommen. Jawohl, Admiral. Nun, mein Schöner, jetzt werden wir mal sehen, was du alles kannst. Ach, Beleza ist auf irgendeine Art auch liebenswürdig, ich weiß auch nicht. Und nein, es hat nichts mit dem Vorbau zu tun. Heya. Man lernt sie noch kennen, das ist das. Captain, du bist gerade noch zur rechten Zeit gekommen. Ich bin nicht wegen euch gekommen. Meine Suche nach Ragnar hat mich in diese Wüste zurückgebracht. Auch er ist schüchtern. Und ich hatte keine Lust zuzusehen, wie ihr drei von diesem Ding geröstet werdet. Hey, Fina, guck dir den Captain an. Ich frage mich, wie lange er uns doch vormachen will, dass er sich nicht für uns interessiert. Eika, du solltest ihn wirklich nicht so aufziehen. Wer macht hier wem was vor? Ich will nur Ragnar finden. Ihr durchtriebenen kleinen Biester macht mir ständig Ärger. Nun mal ruhig, Captain. Aber was machen wir jetzt mit diesem Ding? Tja. Betrachten wir es als Probelauf, bis ich endlich Ragnar zu packen bekomme. Dieses Ding hat ziemlich viel Kraft. Lasst euch auf keinen Fall von diesem Strahl treffen. Ich weiß nicht, ob die Little Jack einen direkten Treffer aushalten kann. Ei, ei, los geht's. Na, so ein Mega-Laserstrahl ist immer was Kniffliges und wir sind wieder eine volle Gruppe. Ja. Yeah. Noch ist die Musik sehr positiv. Boah, das Vieh sieht einfach stylisch aus. Das ist doch... Hey, Captain, hast du irgendeine Ahnung, wie man dieses Ding bekämpfen kann? Du weißt genauso viel über dieses Ding wie ich, Junge. Bleib fürs Erste hoch oben und beobachte, was er macht. Ja, man bekommt mehr oder weniger taktische Möglichkeiten, wie man Wickhuman aus dem Takt bringen kann, aber das dauert jetzt noch ein wenig. Und ja, wir haben jetzt nicht viel, was wir machen können. Wir werden mit Weiß einen Schuss raushauen, mit ihr Fokus ansparen. Sie macht ein Ausweichmanöver und du wirst auch mal einen Schuss raushauen. So. Bam. Bam. Wow. Ja,
Das ist der erste extreme Wots im Spiel, also diese Gigas sind nicht von schlechten Eltern und dieser Gigas hat's als erster schon faustdick hinter den Ohren, also die darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ihr habt ja eben demonstriert bekommen, was der für einen Mörderangriff raushaut. Und ja, den benutzt er auch gerne mal. Aber meistens machen die Gigas nur Spezialangriffe. Das heißt, da kommt ansonsten nichts. Und deswegen haben wir hier relativ viel Ruhe, wie ihr seht, machen wir aber keinen Schaden. Also, da müssen immer spezielle Events auftreten, wie zum Beispiel die Harpoon Cannon oder bestimmte Treffer. Dazu kommen wir aber noch. Das wird auftauchen in diesem Kampf. Aber jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal geröstet. Eieiei, ich will es nicht abbekommen. Nein, komm, lass es. Beruhig dich einfach. Ganz ruhig, Wreck-Human. Oh nein. Boah, ey. Guck sich das mal einer an. Und wie viel Schaden? Halbierter Schaden. Und dann 2930. Überlegt euch das mal. Der hätte uns normalerweise ein paar 6000 reingedrückt. Was wird das? Noch ein paar solche Treffer und wir können einpacken. Ich kann's nicht glauben. So viel zerstörerische Kraft ist mir noch nie zuvor untergekommen. Oh ja, genau das ist es nämlich. Ja, wir haben nicht viel, was wir jetzt dagegen tun können. Du sparst Fokus an, du machst das. Danach hältst du uns wieder voll und du haust auch Fokus rein. Diese kleinen Popelangriffe können wir uns sparen. Das bringt im Moment gar nichts. Deswegen werden wir jetzt durchhalten, bis wir taktische Möglichkeiten offengelegt bekommen. Und das extrem coole Vieh, also ich weiß nicht, ich finde das so, die Bosse, die sind einfach stylisch. Überlegt euch das mal, wie kommt man auf sowas? Da muss man erstmal drauf kommen. Vierbeiniges Megavieh mit fettem Arsch und vier Köpfen. Naja. Was, schon wieder roter Strahl? Ach komm schon. Haben wir schon Ausweichmanöver gemacht? Ich war so mit dem fetten Poppes beschäftigt von dem Vieh hier. Ja, anscheinend haben wir schon das Ausweichmanöver gemacht gehabt. Gut. Oder wir machen es in der Runde. Ich weiß nie, ob das jetzt so zählt oder nicht. Oder. Ah, die Heilung. Sehr gut. Bam. Ja, wir können ein Schiff mit Magie heilen. Das hat doch mal was Besonderes. It's magic. I ain't gotta explain shit. Jetzt haben wir da nur noch Fokus vor uns, glaube ich, ne? Ja, die brauchen wir auch, wenn wir die Harpoon Cannon offengelegt bekämen. Ohne die Harpoon Cannon haben wir gegen das Vieh hier kaum eine Chance. Boah. Das ist aber auch monströs riesig. Guck, das ist viel größer als der ganze Tempel. Nee, das ist so groß wie der ganze Tempel dort hinten. Was sollen wir machen, um dieses Ding zu schlagen, Captain? Es muss doch einfach etwas geben. Ich weiß nicht, wie wir ihn vernichten können. Aber vielleicht können wir seinen Angriffen ausweichen. Wenn ihr euch daran erinnert, wie ich euch Kids als ich euch aufgelesen habe, griff ich erst mit meinen Kanonen an und warf es aus dem Gleichgewicht. Also, was ich meine, ist, wenn wir unser Kanonenfeuer genau auf seinen Angriff konzentrieren, können wir es vielleicht vom Ziel abbringen. Mann, was ist dann los? Ich kann nicht mehr lesen, ich bin jetzt zu sehr im Bosskampf drin. Das ist eventuell ein Versuch wert. Was können wir dabei schon verlieren? Lasst es uns versuchen. Okay. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ob wir dann jetzt ballern müssen. Ah, nein, was wir definitiv machen müssen, ist in diesem Zug schießen. So. Was du machst, ist Fokus ansparen. So, wir haben 18 Punkte haben wir noch. Wenn wir hier... Ne, mit ihr schießen wir nicht. Mit ihr machen wir Fokus, so. Und wenn wir mit ihm noch schießen, dann wären wir auf 14. Dann können wir trotzdem in der nächsten Runde die Harpoon Cannon rausballern. So, wir machen das jetzt so. Einmal ein Volltreffer. Der verfehlt. Ja, sehr schön. Schade, schade, schade. Hätte ja funktionieren können, aber na, das gibt's halt immer wieder mal.
Ist man jetzt ein Tieflieger oder wie? Naja, rasieren wir mal die Wüste. Durchkämmt die Wüste. Spaceballs. Na, kennt das wer? Kennt das noch jemand? Irgendwie seltsam, bei diesem Kampf hier jetzt auf Spaceballs zu kommen, aber naja, durchkämmt die Wüste. Das war jetzt zu naheliegend. Aber wie das Vieh hier aus dem Boden geschossen ist und dann mit dem Laserstrahl erstmal alles kaputt schießt. Ist aber noch relativ zahm momentan. Wie es gar keinen Schaden gemacht hat und eigentlich sollte es doch auf den Kopf schießen, damit er uns nicht mit seinem Laser trifft, oder? Na, klasse. Wow, das hat ja super funktioniert. Ich dachte, wir schießen auf den Kopf in der Runde. Naja, das haben wir davon. Egal. Haben wir jetzt trotzdem die Harpunen zur Verfügung gleich? Hier müssen wir doch eigentlich sicher sein über diesen Viechern, oder? Direkt drüber. Naja. Was jetzt ansteht, ist direkt eine Heilung, sonst sind wir Matsch. Okay, wir haben eine Harpunen zugute. Und je nachdem, wie wir uns nächste Runde entscheiden, noch eine. So, einmal Harpunen, einmal voll heilen, einmal... kriegen wir überhaupt genug Punkte? Ja, würden wir kriegen. So, und darauf sparen wir jetzt auch. Einmal voll heilen, klar. Wunderbar. Und jetzt durchhalten. Komm schon. Ich glaube, wenn wir jetzt noch in der Runde Schaden kriegen, dann sieht es düster aus. Obwohl, wir hätten ja auch schon etwas machen können, damit wir länger durchhalten. Wir kriegen ja diese Captain Stripes, wenn wir besondere Luftkämpfe abschließen. Und die ermöglichen es uns, unserem Schiff, ich glaube, 2000 Leben dazuzugeben. Ja, was halt eben dann doch schon einen gewissen Puffer erzeugt. Oh nein, bitte nicht. Komm schon, benutzt die Harpunen. Bitte, 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 bitte. Da muss ich schon mit den Fingern knacken. Oi, oi, oi. Ja, ja, ja. Voll ins Gesicht. Mitten rein hier. Oh yeah! Oh, was? Hä? Hä? Yay! Na, das war doch mal was, aber kein Schaden. Okay. Wie sollen wir gegen das Vieh bitte gewinnen? Das dauert ja 3 Tage, bis ich da durch bin. Mann. Das ist ja nicht normal. Naja, noch haben wir Möglichkeiten. Irgendwelche, vielleicht. Bitte? Drachma? Hurra, wir haben es geschafft. Wir haben es aus dem Gleichgewicht gebracht. Ja, aber... Nun, es sieht aber nicht so aus, als ob wir ihm Schaden zugefügt hätten. Das ist wahr. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch durchhalten. Ich habe das Gefühl, dass wir nur unseren eigenen Tod herauszögern. Es muss doch eine Schwäche haben. Ich glaube, das hat nichts gebracht. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, das bringt nichts, wenn man auf die Füße schießen will. Oder war das die richtige Wahl? Ich weiß es nicht mehr. Ich würde ja eigentlich weiter auf die Köpfe gehen, damit es nicht mehr so gut lasern kann. Ah, wir bleiben bei den Köpfen, weil ich glaube nicht, dass wir es zu Boden werfen können. Lass uns versuchen, seine Köpfe anzugreifen. Vielleicht werden wir dabei getroffen, aber wir müssen es einfach wagen. Bringen wir die Little Jack näher heran. Ich glaube, wir müssen die Köpfe weiter angreifen. So, dann sieht es nämlich so aus, dass wir... Wie machen wir es? Wir werden hier schießen und hier werden wir heilen. Du fährst hier ein Ausweichmanöver und du heilst uns bitte. Sonst haben wir hier keine Chance. Boah, aber wie viel Schaden das Vieh einsteckt. Das ist wirklich ein Monstrum. Der Lebensbalken geht ja quasi gar nicht runter. Nun ja. Weiter geht's mit dem SP ansparen. Direkt mal ein Ausweichmanöver, bitte.
Ah, so ist das gut, sonst kriegen wir Mörderschaden. Bei den 8.000-9.000 Schaden. Nachher macht das Vieh einen Volltreffer und wir sind hinüber. Tja, der Angriff ist so stylisch. Nur seltsam, dass der Boden nicht explodiert. Und das ist schon reduzierter Schaden. Also wir hätten mindestens mal die 7.000-8.000 hätten wir bekommen. Ich weiß nicht, ob es immer genau 50% sind. Das ist es. So. Ja, wir haben jetzt unnötige 2 Spirit Points verwendet, aber man weiß halt eben nie. Und lieber voll heilen in dem Fall, wenn wir die SP haben, als eben nicht. Weil mit normalen Kanonen brauchen wir bei dem Ding gar nicht ankommen. Da bringt nur die Harpoon Cannon halbwegs etwas. Und zwar, dass es uns nicht trifft. Ah, das ist so... Oh ja, ich liebe dieses Ding. Bam! Mitten ins Gesicht. Das Vieh verliert kein Leben. Das ist nicht normal. Ja, und jetzt? Hier, du triffst uns eh nicht, komm. Haha! Ja, die Flugkünste des Captain Drachma sind unschlagbar. Was? Ah, ich dachte, der macht noch einen. Das wäre jetzt sehr, 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 sehr seltsam gewesen. Verdammt, nichts. Wir sind so nah wie möglich herangegangen, aber unsere Kanonen haben fast nichts ausgerichtet. Es hat keinen Zweck, Junge. Alles, was wir erreichen, ist, dass wir unser eigenes Schiff beschädigen. So können wir nicht länger weitermachen. Wir müssen uns fürs Erste zurückziehen. Bringen wir uns außerhalb seiner Reichweite. Junge, wir müssen uns eine neue Strategie ausdenken. Und wir machen das auch. Du hast recht, Captain. Ich nehme an, wir haben keine andere Wahl. Okay, dann mal volle Kraft voraus. Fliegt außer Reichweite, damit dieses Ding uns nicht wieder angreift. Ja, gegen das Vieh haben wir einfach momentan keine Chance. Wobei ich mich frage, kann man das tot zergen? Könnte man es wirklich besiegen? Das habe ich nie probiert. Das würde mich jetzt dann doch mal interessieren, ob man da wirklich stundenlang drauf rumballern kann und es dann wirklich besiegen kann. Ich heb mir mal einen Speicherpunkt auf. Nichts funktioniert. Wenn wir ihn weiterhin frontal bekämpfen, verlieren wir. Hey, Fina. Weißt du eine Möglichkeit, es aufzuhalten? Gigas fasst keine eigenen Entschlüsse. Sie gehorchen lediglich den Befehlen derjenigen, die sie erwecken. Bis Belesa ihm befiehlt, aufzuhören, können wir nichts machen. Wenn also Belesa etwas zustoßen würde... Ich hab's. Ich weiß, wie man dieses Ding stoppen kann. Du meinst, Belesas Schiff anzugreifen? Du meinst, den Gigas zu rammen? Ja, rammen wir den Gigas. Nein, wir treffen natürlich die richtige Entscheidung, weil unser Rang steigen soll. Du meinst, Belesas Schiff anzugreifen, nicht? Wenn wir sie aufhalten können, können wir sie zwingen, den Gigas zurückzurufen. Genau. Gute Idee. In jedem Fall halten wir es gegen sie länger... aus als gegen dieses Ding. Okay, volle Kraft voraus. Ziel, Belesas Schiff. Alle Mann auf Kampfstation. Let's go. Aye, aye, Captain. Ja, hier haben wir jetzt mal einen Jet-Sound gehabt. Und der nächste Luftkampf steht an. Ja, hier kriegt man einiges vorgesetzt. Yeah, pack die Kanonen aus. Valua Flaggschiff, 4. Admiral Belesa, die Schiffsname Lynx. Hahaha, hier ist mein Flaggschiff, die Lynx. Jetzt werde ich euch die wahre Macht der kaiserlichen Armada zeigen. Meine Magic Cannon wird sich euer kleines Schiff mal vornehmen. Magic Cannon? Was soll denn das sein? Ja, was machen wir denn? Ich würde sagen, wir ballern hier direkt mal volle Möhre. Ihr spart Zeug an. Und du haust auch noch einen Schuss raus, so. Falls wir reparieren müssen, machen wir das. Oh, verdammt. Nächste Runde wollte ich gerade sagen, obwohl sie sich mit Ingram gebufft hat. Gebufft hat, was 25% Boost gibt. Nun ja, wir werden schon damit fertig werden, oder? Bam, schieß, little Jack. Die kriegt wenigstens wieder Schaden. Das ist doch was, oder?
schießt aber allerdings auch stark zurück. Mit was? Mit Piwi? Ist ja nicht normal, oder? Ja, das ist das Geile an der Magic Cannon, wie der Name ja schon gesagt hat. Damit kann man seine magischen Angriffe in Kugeln packen und verschießen. Oder, ja, sich eben buffen. Wobei man dafür, glaube ich, die Magic Cannon nicht braucht. Ich glaube, buffen ist wie Sacri ganz normal. Aber man kann halt eben Zauber verschießen. Das hat doch übelst Stil, oder? Ja. Finde ich schon. Man kann halt Eisbälle schießen, Feuerbälle, alles Mögliche. Ich weiß aber nicht, ob man ein Gift verschießen kann. Ob man ein Schiff vergiften kann. Das müssen wir mal testen. Und mich würde mal interessieren, ob wir auch, ach du Schande. Ob wir auch, die Eterni-Zauber verschießen könnten. So, jetzt haben wir ein Problem. Was wir machen, ist relativ simpel. Du weichst jetzt aus. So. Du heilst voll. Du weichst aus. Und du benutzt ein Repair-Kit. So. Wir müssen das einfach so machen. Ansonsten werden wir wahrscheinlich draufgehen. Und ich weiß nicht, ob wir dann den Gigas nochmal machen müssen. Ich glaube aber, es war so, dass wir dann den Gigas noch einmal bekämpfen müssten. Oh, Schande. Dieses fliegende Etwas. Ja, wegheilen hier. Bing, bing, bing. So muss das sein. Wie gut, dass wir die grünen Zauber schon voll geballert haben, ey. Also auf Sacras zumindest. Das war, na gut, das kriegt man ja früh. So ist es ja nicht. Oh, ein Lynx-Torpedo. Ach ja. Ich weiß nicht wieso. Ich will die ganze Zeit die Form des Schiffes ansprechen, aber das überlasse ich eurer Fantasie. Ich gehe nicht weiter drauf ein. Ah, wir haben immerhin... Oh Gott, wir sind so klein im Vergleich zu diesem Mega-Ding. Oh mein Gott. Gut, dass wir ausgewichen sind, oder? Ich glaube ja, wir sind am Ausweichen gewesen. Haha. Ich finde das immer noch irritierend, wie die Propeller vorne am Schiff sind. Das sieht immer seltsam aus. Naja. Aber warum sollte es nicht funktionieren, ne? Repair Kit. Perfecto Mundo. Da haben wir gute Entscheidungen getroffen. Können wir jetzt auch eine Entscheidung treffen? Ja. Verdammt, diese Admiralin ist gut. Es ist fast so, als könnte sie jede unserer Bewegungen voraussehen. Weiss, ich kann keine Schwachpunkte finden. Ihre Abwehr ist zu gut. Was sollen wir machen? So. Was sie erwarten würde, ist, denke ich mal, hinter ihr Schiff zu kommen. Aber sie will halt eben... Sie sieht halt immer alles voraus. Ich würde sagen, wir drehen scharf um und überraschen sie. Mal gucken, ob das funktioniert. Hm, dieses Schiff ist schneller, als es aussieht. Diesmal haben sie mich vielleicht überrascht, aber ich besitze immer einen Reserveplan. Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel zum Sieg, Süßer. Ja, jetzt haben wir hier freie Bahn. Immerhin. Dann würde ich sagen, jetzt nehme ich mal los, hier ein bisschen Punkte ansammeln. Wobei, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir... Moment, das machen wir so. So, und du ballerst hier auch noch eine rein. Ja, falls ein Harpoon-Cannon kommt, braucht... Oh mein Gott, sie zielt? Das ist aber uncool. Naja, falls ein Harpoon-Cannon kommt, brauchen wir genug Punkte, um unsere Mörderpistole da volle Möhre durch das Schiff zu schießen. Das ist doch nicht normal. Da haben wir jetzt mal ein bisschen was und dann treffen wir nicht damit. Yay. Yeah. Gott sei Dank macht das Ding überhaupt keinen Schaden im Vergleich zu anderen. Naja, ist ja auch nur eine Hilfskanone in dem Moment. Ich glaube, der Vorteil von diesen Dingern ist, dass sie über mehrere Runden schießen könnten. Wenn man denn die Spirit Points hat, aber die werden wir noch kennenlernen, so ist es nicht. Die benutze ich auch sehr, sehr gerne in Zusammenhang mit, also in Verbindung mit Torpedos. Da kann man nämlich in einer Runde bis zu theoretisch 4 Einschläge provozieren. Dazu braucht man aber massenweise Spirit Points und ich glaube, dann ist fast alles tot. Außer halt die epischen Gigas und so. Wir sind vielleicht tot. Boah. Mann. 3 Einschläge. Nämlich mehrere Einschläge pro Zug. Gut, dass wir ausgewichen sind. Mehrere Einschläge pro Zug erhöhen den Schaden. Das ist nicht von schlechten Eltern. So, wie sieht's aus? Verdammt! Sie ist zu gut. Ich kann keine Schwachpunkte finden.
Junge, wir müssen die richtige Position einnehmen, um die Harpunkanne zu feuern. Eigentlich wäre das mit voller Fahrt hinter ihr bleiben. Aber ich denke, das erwartet sie, oder? Ich habe Angst, wenn wir abwarten. Wir bleiben mit voller Fahrt hinter ihr. Aber das erwartet sie, 100 pro. Lady Beleza, das Feindschiff versucht uns mit... So sehen sie das wohl. Was? Arsch. Uns mit, so sehen sie das wohl, absoluter Höchstgeschwindigkeit zu umkreisen. Ihr Schiff mag schnell sein, aber wir brauchen eigentlich nur aufpassen, dass sie nicht die Position zum Abschießen dieser Harpunkanne einnehmen. Okay, das sieht schon mal gut aus. Und nächste Runde haben wir anscheinend so oder so die Harpunkanne. Gut. Wir brauchen wie viele Punkte? Sehen wir jetzt gar nicht. Ich glaube, es waren 14. So, mit dir schießen wir das. Du benutzt das Deluxe-Kit und du fokussierst... Nein, du weichst aus und ja, ich denke, wir dürften nochmal schießen können. Ich glaube, wir kriegen 7 Punkte oder so dabei, oder? Ja, das sollte passen. Wenn nicht, dann schießen wir halt eben nur die Harpunkanne ab. Oh mein Gott, das Ding will mir wieder einen Mörderschuss reindrücken. Gut, dass wir am Heilen sind. Bing, bing, bing. Yeah. Ja, hier gibt es entsprechend auch die Reparaturkits anstatt Boxen halt eben, mit welchen wir das Schiff reparieren können, um SP zu sparen. Hat alles seine Vorteile. Schöne, viele taktische Komponenten. Ich finde das immer so cool, wie die Klappen aufgehen, wenn die Torpedos rausgeballert werden. Nur das Zielsystem der Torpedos ist mir noch nicht ganz klar geworden. Das ist noch leicht schleierhaft. Ich meine, sie fliegen einfach in den Himmel und treffen dann ein bewegliches Ziel. Perfekt, das ist... Ja. Höchst entwickelte Technologie. Ja, wo fliegt denn das jetzt hin? Das dürfte nicht treffen. Ach ja, komm. 2x10 Schaden, was geht? Was? Nein, schieß nicht, nein. Oh mein Gott. Ausweichmanöver sei Dank. Das wären schon wieder 8000 Schaden gewesen oder so. Mann. Ja, wie ihr merkt, es dauert eine Weile, diesen Abschnitt des Spiels abzuschließen. Das ist immer so. Die Luftkämpfe generell sind relativ lange. Aber, ja, ich mag sie sehr. Das ist nicht fair. Warum hält sie nicht einfach still wie jeder andere? Wie sollen wir sie so mit der Harpunkanne treffen? Ich glaube, ich habe immer die Little Jack zum Stillstand bringen gemacht. Und das machen wir jetzt auch, weil sie ja mit unserer Schnelligkeit rechnet. So. Ha! Das war die richtige Entscheidung. So, Beleza. Jetzt wird's schmerzhaft. Und das habe ich mir gedacht, dass wir nämlich genau dort hängen bleiben. Dann heilen wir uns lieber noch. Mit ihr schmeißen wir... Nein. Ja, was machen wir? Haben wir noch ein Reparaturkit? Gut. Dann reparieren wir uns nämlich zur Not noch und schmeißen noch eine Bombe ab. So, dann sind wir voll gerüstet für diese Runde. Oh mein Gott! Boah. Hauptsache kein Hauptgeschütz abfeuern, gell, Beleza? Mhm. Also wenn man das mit späteren Admirälen vergleicht, dann ist das sehr, 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 sehr zuvorkommend. Also wirklich hammerhart. So, Bombe macht sogar... Ach, ein bisschen Schaden macht sie. Das ist nicht schlecht. Hoffentlich schießt sie uns jetzt nicht aus dem Leben, während wir uns für die Harpunkanne in... Sie haben das Ziel verloren. Ha, ha, ha. Und wir sind direkt hinten dran. Ja, Beleza, volle Möhre von hinten. Ich liebe es, wenn mir das Scheißding längst durchs Schiff ballern. Yeah! Das ist einfach ein tolles Gefühl. So. Immerhin. 132 kriegt Drachma dabei. Ist ja nicht... 7 Kraft, 6 Mut, okay. Captain Stripe, genau die Dinge habe ich gemeint. Magic Cannon und 3 Zoll Blaster.
Okay. Oder? 3 Zoll Blaster? Weiß jetzt nicht genau, ich sag jetzt einfach so. Eika, sende ein Signal an Belesas Schiff. Sag ihnen, dass sie angreifen, wenn sie den Gigas nicht zurückrufen. Jetzt können wir nur darauf hoffen, dass diese Admiralin auf unsere Forderungen eingeht. Keine Sorge, Captain. Belesa würde nicht umsonst das Leben ihrer Mannschaft aufs Spiel setzen. Ich bin sicher, sie ruft den Gigas zurück. Belesa, bitte. Weiß, schau, der Gigas.